8, 16, 32, 48, 64 oder 96 GB oder sogar mehr, wie viel Speicher braucht man 2023? Beziehungsweise für was braucht man mehr Arbeitsspeicher? Und seit wann gibt es 48 GB und 96 GB Kits? Und wenn es nicht nur um Gaming geht, wozu ist mehr RAM gut? Das Thema hatten wir schon mal, ist allerdings auch schon wieder fast 2 Jahre her und die optimale Gelegenheit für eine neue Folge. Was bringt eigentlich? Mit der Frage, was bringt eigentlich mehr RAM? Dieses Video wird euch präsentiert von Fantex und den Black Friday Deals auf Case King. Denn seid ihr jetzt auf der Suche nach einem neuen Case oder Lüftern, dann habt ihr da ein paar passende Angebote, wie zum Beispiel die Fantex D30 Lüfter mit Daisy Chain System. Ihr klippt die Lüfter ineinander und alles wird über ein Kabel versorgt und das für unter 100 Euro. Gutes Angebot. Das Beste ist aber, die gibt es im Bundle mit dem Fantex NV5, ein wunderschönes Showcase. Da bekommt ihr für 160 Euro das Case und 3 D30 Lüfter obendrauf und wer es ein bisschen größer will, der schaut sich mal das NV7 an. Da hat mein Kollege itrate.de einen schicken PC drin gebaut. Könnt ihr euch ja auch mal ansehen. Case King hat aktuell aber natürlich noch viele weitere Angebote. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also kurz zur Transparenz. Corsair war so nett und hat mir mal mehrere RAM-Kits geliehen. Aber die haben mich für das Video hier nicht bezahlt und es geht auch nicht so sehr um die Kits an sich, sondern einfach um die schiere Größe der Kits. Und da wären wir auch schon beim ersten Punkt. DDR5 ist mittlerweile flächendeckend verfügbar und für eine neue AMD-CPU braucht ihr ja sogar DDR5 Arbeitsspeicher. Und viele Kits fangen standardmäßig mit 32 GB an. Es gibt auch einige 16 GB Kits, da hatte ich ein sehr einfaches von Crucial da, das wir auch gleich mal im Test sehen werden und da gucken wir uns an, was 8 und 16 GB machen. Die typischen Kits, die man so kennt, haben mittlerweile auch 16, 32, 64 oder 128 GB. Mittlerweile gibt es aber sehr viele Hersteller, die diese unkonventionellen Größen haben, wie 48 GB beispielsweise oder Corsair sogar 96 GB. Das sind dann einfach Zwischenstufen für so einige Leute, die es brauchen. Beim RAM, ganz wichtig, ist ja nicht nur die Größe wichtig, sondern auch die Geschwindigkeit. Und was schneller RAM ausmacht, das haben wir uns auch dieses Jahr angesehen in einem Video. Das habe ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Heute interessiert uns allerdings, was bringt mehr RAM? Und dazu auch nochmal zur Auffrischung, was ist eigentlich der RAM? RAM steht für Random Access Memory und beschreibt den temporären Speicher eures PCs. Im Gegensatz zur SSD werden die Daten hier nämlich nicht dauerhaft gespeichert, sondern die wichtigsten Arbeitsdaten werden in den RAM geladen, sobald ihr euren Rechner einschaltet. Schaltet ihr den aber wieder komplett aus, dann gehen diese Daten auch verloren. Warum braucht der PC einen temporären Speicher, wenn wir doch SSDs haben? Ganz einfach, SSD-Speicher, egal wie schnell er ist, ist langsam. Der schnellste verfügbare Speicher für euren Prozessor ist erstmal der Cache. Der ist nochmal schneller als der RAM selbst. Und um euch mal oberflächlich klar zu machen, wie das funktioniert, euer PC ist abhängig von den Daten, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Und besonders die CPU muss basierend auf Daten, die sie bekommt, entsprechend reagieren. Ihr schaut zum Beispiel dieses Video hier an. Dafür habt ihr gegebenenfalls euren Browser geöffnet, youtube.com in die Suchzeile eingegeben und auf dieses YouTube-Video geklickt. Eventuell seid ihr aber gerade noch in einem anderen Tab auf einer Seite unterwegs. Eventuell zockt ihr parallel irgendein belangloses 2D-Game, hängt dabei auf dem Kreativ-Ecke-Discord ab und so weiter. Das sind alles Daten, die eure CPU bekommt und immer wieder interpretieren muss. Und diese Daten, die müssen dafür schnell verfügbar sein. Der schnellst verfügbare Speicher ist, wie eben schon gesagt, der Cache, der in der CPU selbst verbaut ist. Der ist zwar sehr klein, wenn man so will, werden da auch nur wirklich die wichtigsten Daten reingeladen, der ist aber verdammt schnell, deutlich schneller noch als der RAM. Die meisten Daten bezieht die CPU allerdings aus dem RAM, der wiederum viel schneller ist als eure SSD. Ich meine, allein die Schreibrate von DDR5 kann 40 GB pro Sekunde betragen. Die schnellsten PCI Express 5.0 SSDs schaffen gerade mal 10 GB pro Sekunde. Und wenn der Arbeitsspeicher vollläuft, dann werden weniger priorisierte Daten auf einen Bereich des Massenspeichers, in dem Fall hoffentlich eurer SSD und nicht eurer Festplatte übertragen. Und sobald sie dann wieder gebraucht werden, kommen sie wieder in den RAM. Und da ist das Problem. Das kann dazu führen, dass der Rechner halt insgesamt langsamer wird und reagiert. Gleiches gilt aber auch für Games. Auch die empfohlenen Mindestanforderungen an den Arbeitsspeicher vieler Games sind mittlerweile wesentlich höher als noch vor ein paar Jahren. Und wer zum Beispiel 4K-Videos auf seinem Rechner schneidet, der wird irgendwie
irgendwann mal festgestellt haben, die klassischen 16 GB RAM können tatsächlich irgendwann knapp werden. Also, wie viel RAM braucht man jetzt 2023? Das hängt davon ab, was ihr damit machen wollt. Ihr könnt mit 8 GB RAM theoretisch viele Games spielen. Spielt ihr Games, die eben auch nicht mehr RAM brauchen, dann braucht ihr eben auch nicht unnötigerweise RAM in eurem System zu verbauen, also nicht mehr RAM. Ich habe auf Twitter auch mal nachgefragt, wie viel RAM die Leute aktuell so haben. An dieser Umfrage haben fast 5500 Leute teilgenommen. 8 GB hat wirklich nur noch ein verschwindend geringer Teil von euch. Sehr viele, genau genommen 41,1%, haben 16 GB verbaut. Mit Abstand die meisten aber, und das hat mich echt überrascht, 32 GB. Alle anderen Größen konntet ihr in den Kommentaren angeben und da haben Leute beispielsweise 64 GB unter anderem auch Tanzverbot. Doppelpiece. Dann gibt es aber ganz wenige, die kommentiert haben, sie hätten 128 GB. Der gute Roland hier hat zum Beispiel 144 GB, weil CAD bei ihm zwischen 80 und 90 GB zieht. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber die Leute, die was anderes haben als 8, 16 oder 32 GB, machen hier auch nur 5,3% aus. So, und für mich war die entscheidende Frage, wie viel RAM braucht man denn einmal für Gaming, aber auch für ganz normale Dinge, für die man seinen PC gebrauchen könnte. Dafür hat mir Corsair freundlicherweise einige Kits in verschiedenen Größen geliehen, die alle die gleichen Taktraten und Latenzen im XMP haben. Darunter ein 32 GB Kit Dominator Platinum RGB DDR5, ein 48 GB Kit Dominator Titanium DDR5, ein 64 GB Kit Vengeance RGB DDR5 und ein 96 GB Kit Vengeance. Zusätzlich habe ich dann noch ein 16 GB Kit Crucial DDR5 mit reingenommen in den Test, ein absolutes Basic RAM Kit, das ich aber auf die entsprechenden Taktraten und Latenzen getaktet habe. Ein Phänomen, was wir tatsächlich schon mal beobachtet haben, ist, dass je mehr RAM ihr habt, desto mehr wird unter Windows tatsächlich auch verwendet oder zumindest reserviert. Denn hier seht ihr die Auslastung mit nur 8 GB RAM. Die bleibt bei 16 GB interessanterweise relativ gleich. Bei 32 GB geht die Auslastung nur durch den Bootvorgang und das Laden einiger Programme schon über 2 GB nach oben. Danach tut sich dann aber nicht mehr viel. Dann habe ich einfach mal zur Alltags-Usability den größten Feind eures Arbeitsspeichers auf den Plan geholt. Google Chrome. Ja, und hier war es auch interessant, denn ich bin einfach mal hingegangen und habe ein YouTube-Video und sämtliche Seiten von Hardware-Online-Magazinen, die mir so in den Sinn gekommen sind, geöffnet und naja, danach zieht Chrome alleine schon 4,5 GB. Die Gesamtauslastung lag dann bei 16 GB bei 11,8 GB, ab 32 GB bei 14,5 GB und dann wieder danach tut sich nicht wirklich viel. Zum Spaß wollte ich aber einfach mal wissen, wie viele Chrome-Tabs braucht es, um 96 GB voll auszulasten? Ja, und dann habe ich einfach mal ganz viele Chrome-Tabs geöffnet und die Antwort ist, es sind 1572 YouTube-Videos, die man abspielen muss, um 96 GB RAM voll zu machen. Und Gaming? Naja, also interessant wird's, wenn man sich mal ansieht, was Hersteller selbst als Systemempfehlung rausgeben. Da sind wir bei Hogwarts Legacy schon mindestens bei 16 GB, für Ultra werden aber schon 32 GB empfohlen. Für AAA-Gaming scheint die Zeit von 8 GB nun auf jeden Fall vorbei zu sein. Jetzt wird's interessant. Ich habe einige Games mal auf unterschiedlichen Auflösungen getestet und beispielsweise auf Full HD sehen wir einen merklichen Sprung von 16 auf 32 GB bei Cyberpunk, der noch was merklicher wird, wenn wir uns die 1% Lows ansehen. Ab 32 GB tut sich dann nicht mehr so viel, allerdings sehen wir hier nochmal einen Spike in den 1% Lows ab 64 GB, fand ich auch interessant. In QHD ist der Sprung von 16 auf 32 GB am größten, danach tut sich aber nicht mehr wirklich viel und in UHD sieht es relativ ähnlich aus. In Alan Wake 2 ist der Performance-Sprung auf Full HD wirklich am größten zwischen 16 und 32 GB. Danach passiert quasi nichts mehr. Auf QHD tut sich zwischen 16 und 32 GB nur noch was bei den 1% Lows und in UHD ist die Performance quasi identisch auf allen RAM-Größen. Auch bei Starfield in UHD tut sich eigentlich nur noch was zwischen 16 und 32 GB in den 1% Lows, sonst bleibt die Performance hier aber auch wieder relativ gleich. Aber ich habe ein Game gefunden, das Arbeitsspeicher frisst ohne Ende und zwar Hogwarts Legacy. Der Sprung von 16 auf 32 GB war schon richtig stark und schaut euch mal die RAM-Auslastung im MSI Afterburner an. Das sind bei 32 GB einfach 22,6 GB, zu denen der Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Auf UHD gibt es nochmal einen kleinen Sprung in den 1% Lows zwischen 48 und 64 GB, aber man kann schon sagen, der größte Sprung findet hier zwischen 16 und 32 GB statt. Diese Titel waren jetzt mal stellvertretend für aktuelle AAA-Games und ich sag mal so, theoretisch kann man mit 16 GB
das meiste immer noch machen, das ist klar. Aber 32 GB scheint sich hier als Sweet Spot rauszukristallisieren. Alles, was darüber hinausgeht, kann zu minimalen Verbesserungen in den 1% Lows beitragen. Allerdings scheint es zumindest so, als wäre das kaum relevant. Fakt ist aber, Toaster Games brauchen nicht viel Arbeitsspeicher. Spielt ihr Overwatch oder League of Legends, dann braucht ihr dafür keine 32 GB RAM. Beim AAA Gaming würde ich 32 GB Stand jetzt aber als den Sweet Spot sehen. So, und jetzt nochmal die Frage, wie viel RAM braucht man 2023? Die Antwort ist, wie eigentlich fast immer, it depends. Also ich hatte wirklich Probleme, mehr als 32 GB RAM mit dem, was ich üblicherweise so mache, vollzukriegen. Da ich auf einem Mac schneide, habe ich keine Plugins für Premiere Pro, aber selbst wenn ich in diesem Schnittprogramm unter Windows 4K-Footage schneide und die Premiere eigenen Effekte nutze, dann komme ich nicht über 20 GB RAM-Auslastung. Surft ihr nur ein bisschen im Internet, dann könnt ihr eventuell mit 8 GB RAM in einem Notebook auskommen. Spielt ihr nur wenige anspruchsvolle Games, da reichen 16 GB mit Sicherheit auch noch. Wollt ihr mehr machen, geht mit 32 GB. Das ist the way to go für High-End-Systeme, zumindest aus meiner Sicht. Und wollt ihr für die Zukunft gerüstet sein, dann geht vielleicht mit 48 oder 64 GB RAM. Denn eines ist ja auch noch wichtig. 2 RAM-Sticks laufen in der Regel stabiler als 4 RAM-Sticks. Kauft ihr jetzt also mehr RAM, dann habt ihr jetzt mehr Arbeitsspeicher, der stabil ist. Und macht ihr irgendwelche abgespaceden CAD, Cinema 4D oder Blender-Geschichten, dann wisst ihr höchstwahrscheinlich auch schon, wie viel Arbeitsspeicher ihr braucht. Für solche Leute empfiehlt sich eben 64 GB plus. In bestimmten Ausnahmefällen könnte es vielleicht auch sein, dass ihr mehr braucht, aber ich schätze mal, dass das nur für einen geringen Teil der Nutzer gilt. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Idee, was ihr für euch und für das, was ihr machen wollt, braucht. Ihr könnt mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel Arbeitsspeicher habt ihr aktuell verbaut und vor allem, für was braucht ihr diesen Arbeitsspeicher, beziehungsweise was macht ihr mit eurem Rechner? Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.